Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich habe heute wieder was richtig krasses für euch. Nicht das Thema vom Video, sondern was anderes. Mein Paket ist angekommen. Wer heute den Werbespot gesehen hat, beziehungsweise die Werbung, wieder mal von Wachmann und Co. Die haben ja schon dieses geniale Koffeinshampoo rausgehauen. Jetzt haben sie eine richtig fette Lösung für Leute wie mich, die immer nur dasselbe T-Shirt tragen. Oder Leute, die Probleme haben im Sommer, weil sie nur Pullover besitzen, haben sie das perfekte Produkt an den Mann gebracht. Und ich bin stolz drauf, denn heute kam ein Paket an. Ihr seht das hier, Wachmann und Co. Bestell oder stirb. Kam an, was da drin ist, wollen wir uns jetzt mal angucken. Das reiße ich mal fix auf. Bam! Da war ich nämlich schlau, hab mich nicht lumpen lassen und hab hier gleich einen ganzen Sack voll bestellt. Da haben wir nämlich einmal hier in schwarz das Fuck the Police T-Shirt. Richtig genial auf jeden Fall. In Elefantengröße, wisst ihr Bescheid. Dann haben wir nochmal ein Fuck the Police Pullover, beziehungsweise ist das ein T-Shirt mit Ärmeln. Fuck the Police, also für alle, die richtig fett am Start sein wollen. Dann natürlich in Weiß, das Gegenstück dazu, gibt ja nur zwei Farben auf der Welt, Schwarz und Weiß. Nochmal ein Fuck the Police, ne, T-Shirt und nochmal ein Fuck the Police Pullover. Das ist doch mal recht eintönig, ne? Wir werden jetzt mal kurz eins anziehen, am besten das Weiße, weil immer wenn ich was Dunkles anhabe auf der Kamera, ist ja alles scheiße, da ist die Beleuchtung gleich für den Arsch. Wir werfen uns mal das Weiße drüber, jetzt muss ich gucken, welches keine Ärmel hatte, sonst hat das ja gar keinen Sinn. Und dann kommen wir zum Thema des Videos heute. So, da habe ich es also an, sieht gar nicht mal so gut aus und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das eigentlich, was soll das sein, warum dreht der Ramses schon wieder durch? Im letzten Community Day Video sind wir herumgelaufen mit dem Tobi, habe ich die richtig geniale Idee gehabt, denn es war so warm und da war gerade ein Polizeiauto, was vorbeigefahren ist und ich bin mit einem Pullover rumgerannt und es war so erdrückend warm an dem Tag und dann habe ich einfach so gesagt, Alter, fuck the police und er dachte, ich meine die Polizei, aber ich meine eigentlich nur die Pullover, weil es so warm war und ich mir gewünscht hätte in dem Moment, dass ich ein T-Shirt anhab und ganz genial, provokativ ist man dann auf die Idee gekommen, fuck the police, Alter, fickt die Pullover, weil die engen euch ein, da schwitzt ihr nur, das braucht ihr nicht. Also schnell mal einen dämlichen Spruch draufgehauen und Wachmann und Co. hat das natürlich schön in einem Werbespot umgesetzt, habe ich heute hochgeladen, glaube ich. Und deswegen habe ich gedacht, muss ich mir da gleich ein paar T-Shirts organisieren. Ironischerweise gibt es das Ganze auch als Pullover, damit das gar keinen Sinn mehr hat. Jetzt kommen wir aber weiter zum Thema. Und zwar das Halloween-Event ist hoffentlich im vollen Gange. Das Video werde ich schon davor aufnehmen. Aber habe mir eine Strategie entwickelt, wie ich an das Halloween-Event rangehe. Da es ja Pikachu in der Wildnis gibt, auch als Shiny mit diesem Makabaya-Kostüm. Ne, mit dem Mimikma-Kostüm, mit irgendeinem Kostüm auf jeden Fall, hat es natürlich wieder an. Da wird natürlich fleißig gesucht, das Pikachu hat höchste Priorität. Dann gibt es aber auch noch die Starter in den Einer-Raids, die auch mit Kostümen aufkommen und die auch shiny sein können. Und das ist ja wirklich richtig mies, denn ich habe nicht vor, Geld zu investieren, um 100 Mal einen Starter zu machen. Mein Geld möchte ich lieber investieren in den 5er-Raid, in Dark Ray. Dark, Rai, wie auch immer. Deswegen werde ich mit dem großen Hauptaccount natürlich Pikachus jagen in der Wildnis und 5er Raids machen mit Dark Rai, mir da was Brutales abgreifen. Dass ich trotzdem die Chance habe, aber auf die 1er Raids und die Starter vielleicht in Shiny zu bekommen mit Kostümen, was natürlich richtig genial wäre. Ihr habt ja 14 Tage Zeit, habe ich mir jetzt überlegt, ich habe mir nochmal 4 neue Accounts gemacht. Richtig dämlich eigentlich insgesamt. Wenn ich und meine Freundin jetzt zusammenrechnen, wir kommen, glaube ich, auf 20 Accounts. 6 gelbe, 6 rote sind es jetzt, weil ich habe 3 neue rote dazu gemacht. Wenn ich nämlich immer 3 rote in der Arena setze, sind noch 3 Plätze frei, habe ich nochmal 3 rote dazu gemacht. 4 blaue haben wir für eine Arena. Da werde ich den einen gelben noch umwandeln auf blau, dass es 5 sind und deswegen haben wir noch einen 6. blauen jetzt dazu gemacht und natürlich haben wir unsere 6 gelben, 6, 12,
Achso, den einen habe ich doppelt auf dem einen Handy, der ist nämlich auf beiden Handys drauf und Iswo nehme ich ab und zu mal mit, wenn er keine Zeit hat, Raids zu machen. Jetzt habe ich mir also nochmal extra für das Event 3 bzw. 4 neue Accounts gemacht, aber einer ist für Pupsi, 3 sind für mich und das sind so Halloween-Accounts. Und ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr Shiny-Jäger seid und wenn ihr nicht das so viel Geld reinprassen wollt, macht das auch. Macht euch mal einen zweiten Account. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr einen zweiten Account? Habt ihr einen fünften Account? Wie viele Accounts habt ihr? Wie ist eure Taktik immer, wenn ihr Shinies raiden wollt? Gerade Click zum Beispiel. Ich habe auch Click schon vollständig. Ich habe jetzt 3 ganze Shiny-Click bekommen. Nicht auf meinem großen, mit dem habe ich nämlich keine Click-Raids gemacht. Aber auf den kleinen Accounts habe ich Click-Raids gemacht. Jeden Tag den freien Pass weg, solange Giratina da war. Giratina habe ich auf dem großen gemacht und Click habe ich immer nur auf den kleinen Accounts gemacht. Und da in kurzer Zeit 3 Shinies bekommen, tausche ich mir alle rüber. Fertig, der Sack ist zu. Mehr muss man nicht machen. Und jetzt wollte ich mal kurz hier ins Spiel reinschauen. Ich möchte, euch das nämlich mal zeigen. Hab mir nämlich auch, ich glaube, der Adi ist schon wieder auf dem Klo. Der wird doch nicht schon wieder die Spülung drücken. Da habe ich nämlich nochmal 4 Accounts gemacht. Einmal hier Molly 36, das ist also die Katze von meiner Freundin. Den nehmen wir mal an, genauso wie Freddy Krüger. Kennt ihr Freddy Krüger? Halloween Edition. Der Adi spült schon wieder. Jetzt muss ich nach hinten. Adi! Du sollst nicht immer die Klospülung betätigen! Die Wasserrechnung! So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Freddy Krüger ist das natürlich, aber hier jetzt als Fetty Krüger im Spiel. Dann habt ihr Jason Voorhees. Jetzt bestätigt er. Ach, der betätigt schon wieder die Spülung, der macht mich wirre. Adi! Hör auf jetzt, ich muss die Tür zumachen. Dann scheißt du mir halt in den Flur, egal, aber... Alter. Du Sau. So, nicht mal in Ruhe Videos kann man machen. Genau, Jason Voorhees kennt ihr ja vielleicht aus. Steht jetzt hier noch unter Jason Voorhees. Habe ich aber nochmal umbenannt in Jason Voorhees. Fand ich nämlich lustiger. Den nehmen wir also an. Und Michaels Eiers, ne? Kennt ihr nicht die Eier von Michael? Den haben wir auch noch gemacht, Michaels Eiers. Jetzt bin ich ganz außer Puste, weil ich mich 2-mal bewegt habe. Wir sortieren das jetzt mal nach Level, da seht ihr nämlich die 9 dabei. Molly, also ganz frisch, noch nicht befreundet gewesen. Team Blau, Level 5. Damit ihr natürlich eine Arena drehen könnt, damit ihr einen Arena-Pass bekommen könnt, damit ihr jetzt Raids machen könnt. Und so werde ich jetzt jeden Tag mit den kleinen neuen Accounts eben ein Bisasam, Glumanda oder Shiggy machen, in der Hoffnung da, ein schillerndes mit Kostüm aus dem einer Raid zu ziehen. Ihr seht ja da auch die Statistik, 0 gewonnene Kämpfe, 38, also 380 Meter gelaufen, 14 gefangene Pokémon, Level 5, genauso wie hier beim Jason Voorhees, der immer noch nicht anders, der müsste doch Jason Voorhees heißen. Auch Level 5, 12 gefangene Pokémon, Fetty Krüger, Level 5, da ist kein Team dabei. Entweder habe ich vergessen, ein Team zu wählen, muss ich mich nachher nochmal einklinken da. 0 gelaufene Kilometer, 12 gefangene Pokémon und Michaels Eiers, genau, auch Team Rot, Level 5, 12 gefangene Pokémon. Ihr werdet jetzt sagen, das ist doch richtig krank und süchtig, aber ja, da habt ihr recht, denn genau das ist es. 4 neue Accounts, Michaels Eiers, Jason Voorhees, Molly 36 und Fetty Krüger. Das ist meine Taktik. Jetzt habe ich sozusagen 18 Accounts, mit denen ich die 1er Raids machen kann. Jeden Tag 18 Mal die Chance, einen Shiny Starter zu bekommen. Und mit dem Großen natürlich immer Darkrai raiden, weil das wichtig ist, weil das genial ist. Vielleicht ist ja die Shiny Chance bei den Kleinen auch so hoch, dass ich nach einer Woche fertig bin und kann mir den ganzen Kleinen dann auch noch Darkrai Raids machen. Und die steigen ja dann automatisch auf. Mit denen werde ich natürlich nur Raids machen. Vielleicht verschenke ich die auch irgendwann mal. Die dienen jetzt nur dem Zweck, um ein Shiny Starter zu bekommen. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Gewinnspiel, wo wir die 3 Halloween-Accounts raushauen. Vielleicht haben wir bis dahin auch ein Shiny drauf gesammelt oder sonst was. Wäre auf jeden Fall eine lustige Sache. Das aber dann erst bei den 1000 Abonnenten, weil bis dahin vergehen noch 10 Jahre und so lange habe ich noch Zeit, Unfug zu treiben.
Was haltet ihr von der Idee? Findet ihr, das ist zu krass oder ist das schlau gemacht? Und wie gesagt, wie viele Accounts habt ihr? Wie viele Zweitaccounts, wie viele Nebenaccounts? Und was ist eure Taktik für das Halloween-Event? Werdet ihr mit eurem Hauptaccount die Level 1 Raids meistern und auf Shiny-Jagd gehen, auch bei den Startern mit Kostümen? Oder werdet ihr euch nur auf Darkerei beschränken und sagen, die Shinies interessieren mich eigentlich überhaupt nicht? Weil nur wegen dem Kostüm, wenn ihr das normale Shiny Bisasam habt, reicht das? Schreibt es mal in die Kommentare, mich wird es auf jeden Fall interessieren. Und ich muss mir noch eine Lösung einfallen lassen wegen Adi, dass er nicht jedes Mal die Klospülung drückt. Das ist aber nicht euer Problem. Obwohl, wer da Tipps hat, schreibt es mal in die Kommentare, denn der Ramses ist immer aufgeschmissen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.